Hallo, ich bin Carina. Ich bin Försterin am Walderlebniszentrum im Sohnenwald. Und heute erkläre ich euch die Stockwerke des Waldes. Der Wald ist so ähnlich aufgebaut wie dein Zuhause. Und um dir das mal zu zeigen, habe ich unser Baumwichtelhaus mitgebracht. Im Moment sieht es im Wichtelhaus noch so ähnlich aus wie bei dir zu Hause. Im Keller haben die Wichtel jede Menge Holz, ihre Edelsteine und viele Vorräte für den Winter eingelagert. Im Erdgeschoss wohnt Wichtel Herbert. Der hat es sich dort schon viele Jahre gemütlich gemacht. Im ersten Stock wohnt Frau Müller. Und unterm Dach ist ganz neu Wichtel Frau Maja mit ihrem kleinen Sohn Pepe eingezogen. Vielleicht wohnt ihr alleine in einem Haus mit eurer Familie. Dann habt ihr im Keller vielleicht eure Fahrräder. Im Erdgeschoss gibt's das Wohnzimmer und die Küche. Im ersten Stock habt ihr vielleicht eure Kinderzimmer. Und unterm Dach gibt's einen schönen Dachboden für jede Menge Gruselgeschichten. Und jetzt zeige ich euch, wie aus dem Baumwichtelhaus das Haus des Waldes wird und was es dort für verschiedene Stockwerke gibt. So sieht das Haus des Waldes aus. Im Keller, der heißt im Wald Bodenschicht, dort wachsen Moose und verschiedene Gräser. Dann gibt es im Wald auch das Erdgeschoss, die Krautschicht. Dort wächst alles, was bis zu 1,50 Meter groß wird. Fahne, Blumen, verschiedene Kräuter, aber auch schon erste kleine Bäumchen. Dann gibt es im Wald den ersten Stock, die Strauchschicht. Dort findet man alles, was bis zu 5 Meter groß wird. Dort wächst zum Beispiel Hasel oder auch Holunder. Und im Dach des Waldes, der Baumschicht, dort findet man alle großen Kronen der Bäume. Zum Beispiel die Eiche, die Buche, aber natürlich auch unsere Nadelbäume, wie die Tanne oder die Fichte. Vielleicht könnt ihr bei eurem nächsten Waldabenteuer jetzt mal schauen, ob ihr die verschiedenen Stockwerke des Waldes entdecken könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis bald!